Aus Berlin zugeschaltet ist uns nun Karin Ley. Sie ist Sprecherin für Wohnungspolitik der Fraktion Die Linke. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, ich grüße Sie. Wie bewerten Sie die Punkte, die schon bekannt sind zu den Maßnahmen für mehr Wohnungsbau? Also doch nicht so hohe Umweltstandards und mehr Hilfen für Familien, die ein Haus oder eine Wohnung kaufen wollen. Also für mich ist dieser Baugipfel, der eigentlich ein Wohnungsgipfel sein müsste, vor allen Dingen eine große Enttäuschung für Mieterinnen und Mieter. Der Deutsche Mieterbund und auch wir kritisieren scharf, dass das Mietrecht es gar nicht auf der Tagesordnung des Gipfels steht, obwohl wir Mietsteigerungen haben, wie sie noch nie dagewesen sind. Und diese Mietpreisexplosion insbesondere auch ländliche Regionen und kleine Städte erreicht, ob das Delmenhorst ist oder Hof, also Städte, wo man sich bisher in Sicherheit gewogen hat. Das, was zum sozialen Wohnungsbau angekündigt wurde, also ehrlich gesagt, da hat man eine schöne große Zahl produziert, aber sie entspricht überhaupt nicht dem, was aus der Branche gefordert wird. Wenn man jetzt 18 Milliarden in 5 Jahren ausgeben möchte, das fordert die Branche in einem einzigen Jahr. Also insbesondere was den bezahlbaren Wohnraum anbelangt, ist dieser Wohnungsgipfel eine große Enttäuschung. Und man muss insgesamt sagen, dass die Regierung jetzt in den Panikmodus verfällt. Sie haben ja große Ankündigungen gemacht. Sie haben es im Beitrag gezeigt. Scholz hat sich präsentiert als Kanzler für bezahlbares Wohnen. Und die Leute haben das Gefühl, nichts davon ist bei mir bisher angekommen. Die Miete wird teurer. Die unteren Mittelschichten können sich ihr Eigenheim nicht mehr leisten. Also die Wohnungskrise hat sich in den letzten 2 Jahren massiv zugespitzt. Und das, was dort jetzt vorgelegt wird, das wird sie aus meiner Sicht auch nicht schnell wieder abwenden können. Was wollen Sie denn? Ich denke, dass wir ein massives Investitionsprogramm brauchen in den öffentlichen sozialen Wohnungsbau. Wir Fachleute nennen das eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Die findet sich jetzt mehr so in den Fußnoten dieses Abschlusspapiers. Aber man hätte das zu Beginn der Legislaturperiode tatsächlich massiv angehen müssen durch Gesetzesänderungen, aber auch durch Förderprogramme. Und zum Beispiel im aktuellen Haushalt ist kein einziger Euro dafür vorgesehen. Also wir brauchen eigentlich ein öffentliches Wohnungsbauprogramm nach Wiener Modell oder anders formuliert, wie es auch in der Bundesrepublik bis 1990 sehr gut funktioniert hatte, als die Mieten noch bezahlbar waren, als Menschen sich den Traum vom Eigenheim noch verwirklichen konnten. Also das muss in jedem Fall passieren, insbesondere die Städte, die Genossenschaften, aber auch alle gemeinnützigen Träger auf den Wohnungsmärkten unterstützen. Und wir brauchen gleichzeitig natürlich auch Maßnahmen, dass diese massive Spekulation mit Immobilien endlich gestoppt wird. Das macht das Wohnen und das Bauen ja wirklich auch für alle teurer. Und das, was die Regierung, die wirft einfach nur Fragen auf. Beispielsweise diese sogenannten Share Deals, das ist ein Steuersparmodell für die großen Wohnungskonzerne, das soll nur weiter geprüft werden. Also es fehlt mir einfach die Werbe, eine gemeinnützige Wohnung, eine gemeinnützige und eine soziale Wohnungspolitik jetzt endlich durchzusetzen. Und ich glaube, das ist insbesondere eine ganz große Enttäuschung für die Wählerinnen und Wähler der SPD, die ja sehr vollmundig in diesen Wahlkampf gegangen sind. Und jetzt einfach so mit der Gießkanne ein paar Steuergeschenke versprechen, die aber insbesondere den Besserverdienenden als Steuersparmodell zugutekommen, aber das Problem des bezahlbaren Wohnraums nicht lösen werden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch nach Berlin. Karin Ley war das von der Fraktion Die Linke. Ich danke. Auf Wiedersehen.